So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Liebesgilde abgeschlossen und haben den Rang... Was Rang haben wir denn da jetzt? Noch gar keinen. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt jetzt neue Aufgaben machen? Das müsste ich dann nochmal herausfinden. Ja, aber wir haben Rang 10 erreicht und haben die Hauptquest in der letzten Folge abgeschlossen. Und ich will nochmal kurz gucken. Schleier der Schatten, die Sichtweite von Zeugen und Wachen ist um 10% verringert. Die Chance, dass Zeugen und Wachen eure kriminellen Taten bemerken, ist geringer, auch wenn dies keinen Einfluss auf die Reichweite hat, auf die die Wachen euch sehen. Zack, boom, genommen. Okay, das heißt, höchstwahrscheinlich, wenn wir vielleicht nochmal einen Rang aufsteigen, dass wir vielleicht trotzdem nochmal eine kleine Nebenaufgabe bekommen. Das wäre natürlich richtig gut. Und in der heutigen Folge werden wir aber uns um die Relikte kümmern. Beziehungsweise... in den nächsten zwei Folgen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht länger als zwei Folgen jetzt andauern wird. Und die erste Sache, die wir jetzt hier nehmen müssen, ist die Bank von Abbas Landung. Weil dort findet sich eine Urne, die wir beschaffen müssen für die gute Kari. Die hat nämlich eine Wunschliste erstellt. Und da wir natürlich hier... ja, da Weihnachtsmann in sehr... armer Version sind, wollen wir natürlich die Wunschliste von der guten Kari erfüllen. Und das heißt, wir müssen jetzt in die Bank von Abbas Landung gehen. Wo auch immer der Eingang zu dieser Bank ist, hier. Und die Urne erstmal finden. Rein theoretisch gesehen. Tada, Prinz Hubalajats Papierurne. So, zack, haben wir das schon mitgenommen. Und das nächste wäre dann Marbruch in grünen Schatten. Das war mir aber schon bekannt, weil ich das damals bei meinem anderen Durchspielen selbst schon gefunden habe. Das ist die Frage, wo ist denn jetzt hier der Wegschrein? Nicht in diese Richtung. Können jetzt hier links. Genau, ich weiß gar nicht, sind auf jeden Fall relativ viele Relikte, die wir jetzt beschaffen dürfen. Aber ich sage mal so, das dürfte eigentlich trotzdem relativ schnell gehen. Und ich weiß gar nicht, ja, natürlich nimmt es jetzt auch Platz weg. Wie viel habe ich denn im Inventar? Ja gut, das dürfte eigentlich reichen. Das dürfen wir uns halt nur nicht entwischen lassen. Das ist jetzt ganz wichtig. So, Marbruch war, ich glaube, in Grünschatten. Genau. So, in Grünschatten. Nee, Marbruch. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Okay. Was? Ja, was? Ach, die sind immer so unfreundlich, aber es sind halt typisch Altmänner. Das sind diese hochmütigen Rockzipfler, deren arroganzen Wissen ihre Ohrspitzen erreicht. So, jetzt müssen wir halt ins Obergeschoss gehen. So, wir können natürlich auch gleich zu Bulgro gehen. Ja, stimmt. Der dürfte ja rein theoretisch auch irgendwo hier sein. Ach, da haben wir das Buch. Schaut euch um. Ach, jetzt kommen noch die Tante. Och, Leute. Wenn ich mich hier hinsetze, kann ich dann trotzdem stehlen? Nein, das war natürlich auch lustig. Okay. Könnt ihr bitte mal gehen? Ich möchte gerne dieses Buch stehlen. Danke. Das Buch könnt ihr auch noch woanders lesen. Ich habe hier nicht ewig Zeit.
Panzerschuhe, genau. Och, Aljena, wie jetzt? Geh doch mal weg, danke. Kaufen, verkaufen. Tü-tü. Alles klar, das nächste ist dann dieser königliche Krönungs... Was? Die Kante, ja? Da müssen wir nach Himmelswacht zurück. Und in das Herrenhaus gehen. Weil nur die Frage, wo zum Geier ist das Herrenhaus in Auridon? Da müssen wir wahrscheinlich erstmal das Gewölbe abklappern. Das Gewölbe, sage ich schon. Die Stadt abklappern, aber es wird wahrscheinlich irgendwo in der höheren Gegend sein. Auridon Himmelswacht. So. Hallo. Herren, na gut, es kann auch das Herrenhaus sein. Ich weiß gar nicht, ist das ein Herrenhaus? Also sieht auf jeden Fall so prächtig aus wie ein Herrenhaus. Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Ja, schön für euch. Nur wird das Herrenhaus sein? Ja. So, und das dürfte jetzt irgendwo hier im Erdgeschoss sein. Aber man muss auch sagen, die sind auch trotzdem relativ schwer zu finden. Und da haben wir ja. Oder auch nicht. Was? Was macht ihr denn hier? Wie geht's euch? Diese verdammte Hexe. Ich habe sie nie gemocht. Ja, so was sagt das Königin Eiren dazu? Ich hoffe, ihr konntet die Warnung überbringen. Ja, ich habe sogar schon das Dominion gerettet. Komplett. Eiren. So, jetzt müssen wir wieder zurück nach Grünschatten, nach Wöllinhafen und eine klanglose Harfe bergen. Stehlen. Und dann haben wir schon 4 Relikte gestohlen von keine Ahnung wie viel. Das ist eine ganze Menge. Das ist ja, oh Gott, das wird vielleicht wert. Das wird es auch vielleicht so 2,5 Folgen. So, mal. Ne, Waldheim. Müssen, Wellinghafen war ja hier oben, ne? Genau. Und. In der Magiergilde befindet sich diese klanglose Harfe. Oh. Okay, die ist ja gleich hier vorne. Handwerkzeug-Ausdruck. Also man muss doch schon sagen, eigentlich ist es einfach, die Sachen selber herauszufinden. Aber ich muss sagen, da würden wir wahrscheinlich noch 5 Folgen jetzt hier dabei sein und dieses Gebiet abklappern. Dann die Frage. Sie liegt im Erdgeschoss. Okay. Haben natürlich auch ein Problem, wenn es eine klanglose Harfe ist, kann man sie natürlich auch nicht hören. Oh. Aber das würde ich gerne mitnehmen. Holt mal das End. Ja, okay. Da haben wir sie ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe verbrecherischen Abschaum entdeckt. Das zurück, Blattfresserin. Oh! So was. Das sind die Fragen hier. Was machen wir denn? Würde ich sagen, ja, was machen wir denn wirklich? Weil, ich würde sagen, wir bringen das erstmal in Sicherheit, ne? Weil, ja, ich habe dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie das jetzt so richtig gehandhabt wird. Wenn ich jetzt erwischt werde, ob ich dann nochmal überall dorthin gehen darf und die ganze Sache nochmal einsammeln darf. Darauf habe ich mich dann nicht unbedingt Lust. Deswegen tun wir das erstmal kurz hier in Sicherheit bringen.
Wir werden unser Kopfgeld dann bezahlen. Das war jetzt haarscharf. Aber das war schon relativ gemein, ne? Weil ich glaube, selbst wenn ich das unsichtbar gewesen wäre oder so einen Unsichtbarkeitstrank genommen hätte, ich glaube, wenn man dann trotzdem irgendwas aufnehmen möchte, wird man trotzdem wieder sichtbar. Und das ist dann halt, sage ich mal, relativ doof. Aber immerhin sehen wir jetzt, wenn wir das zurechtlegen, dass wir schon mal ein bisschen Erfolg hatten bei der ganzen Geschichte. Das ist ja auch wichtig, ne? Man muss ja auch immer motiviert bleiben. Schirmsfahren da? Siehst du bestimmt genauso. Ich weiß doch gar nicht, ob man da auch irgendwie... Oh, Silberkralle. Ich bin geschmeichelt, aber die Liebesgilde besteht aus mehr als einer Person. Parfen ist Beweis genug dafür. Oh, danke schön. Und der Rest von euch liegt auch falsch. Es ist Leki mit ihrer flüchtigen Finde, ganz so wie Bildhauer zu Hubalachas Zeit sie abbildete. Die linke Hand der Statue ist so geformt, als würde sie in ein Schwert halten. Vielleicht hat sie das vor langer Zeit und wäre es nicht gestohlen worden, wäre es wohl schon lange verrostet. Bedenkt nur die Ähnlichkeiten mit der gewaltigen Statue von Hubalachat, gleich südlich vom Hafen von Abbas Landung. Er gab ein kolossales, idealisiertes Bildnis von sich selbst, umschlungen von einer Sepnatter. In Auftrag. Enorm albern und aus irgendeinem Grund ohne Hemd, als könnte ihn nicht etwas anhaben. Und dennoch widersetzte sich ihm dieser Bildhauer, der Leki in dieser Zisterne verbarg. Die Roben verbergen ihre Absicht, wodurch sie ohne große Warnung zuschlagen kann. Die Heilige des Geisterschwertes hat so viel mehr erreicht als Prinz Hugh und dennoch muss sie nicht höher als der Mast eines Schiffes sein, um dies zu beweisen. Und zudem muss sie sich noch nicht einmal vor der ganzen Stadt präsentieren. Sie begnügt sich damit, das zu tun, was sie tun muss und das aus den Schatten heraus. Und die Sepnatter als Schärpe ist auch einfach herrlich. Dies zeigt es Prinz Hughes nochmal richtig, Syrah. Mhm. So, platzieren. Platzieren. Wo sind sie? Ach, hier ist die Urne. Ja, ich dachte jetzt schon. Das haben wir hier. Klanglose Haar bei mir auch. Sehr schön. So, beim Hehler konnte ich ja, ne, meinen Kopfgeld begleichen. Ihr wart fleißig. Ja, ich war sehr fleißig. Und jetzt werden wir nach Knurka reisen gleich von hier aus. Das wird wieder ein bisschen teurer werden. Genau. Und wir werden dort den Haarball-Schmucktropf, was auch immer das sein mag, mitnehmen. Und das ist auch eine Magiergilde. Also eigentlich ist relativ vieles in der Magiergilde, beziehungsweise in irgendwelchen Gebäuden, die von Wichtigkeit sind. So. Okay. Oh, die Magiergilde war ja hier. So, haben wir den hier? Ach, da. So, könnt ihr mal bitte gehen? Mal, da liest ein Buch, das sieht mich doch gar nicht. Oder? Schlafen die Wachen denn? Ja, ich wurde gerade Zeugin eines Diebstahls. Nein, wurdet ihr nicht. So, haben wir hier irgendwo einen gesetzlosen Unterschlupf? Ja, dann muss ich einmal hier drum herum. Okay, machen wir das ganz schnell. Das ist natürlich doof. Aber das wird dann sehr teuer. Teures Unterfahren. Ich dachte, da wäre gerade eine Truhe. So. Auf der anderen Seite ist es ein gesetzlosen Unterschlupf. Verdammt. Oder hier unten drunter. Ja, okay. Schließt hier euren Mund. Und danach müssen wir nach Gradwald. Aber das ist ein schöner Gesetzlosenunterschlupf, ne? Also das hat schon einen gewissen Charme. Ihr bekommt, ne? So, und jetzt, die Gräbnispuppe könnt ihr in der Admirischen Botschaft in Eldenboss im Gebiet Gradwald finden. Die müssen wir ja... nein, ich möchte nach Gradwald, verdammt nochmal. Oh, hier müssen wir zum Boot zurückkehren. Gut zu wissen.
können wir das nämlich gleich auch abschließen, die Quest. Dann wird die uns nämlich nicht nochmal angezeigt. So, admirische Botschaft. Ja. Die Frage, wo ist die admirische Botschaft? Dürfen wir nicht einfach dort irgendwo sein? Ich glaube schon, nicht? Oh, ach. Ah, von dem haben wir die Aufgabe bekommen. Ja, alles klar. Gut zu wissen. Ihr habt es verpasst. Drei Unerschrockene hatten gerade einen Wettbewerb im Armdrücken gegeneinander. Gleichzeitig. Aha. Man einigte sich auf ein Unentschieden, nachdem sich alle gegenseitig die Schulter ausgekugelt hatten. Ich will das nur Ruinen von Shael zurück, seit sehr langer Zeit. Sind die Geisterfallen platziert? Eine meiner Clanmütter bekommt für jede, die wir einsetzen, eine Provision. Sie wird sich daher freuen, das zu hören. Und die Einheimischen um die Ruinen von Shael vermutlich auch. Für uns aus dem... So, nehmen wir das hier. Ja, cool. Okay. Aber ich glaube, rein theoretisch hier dürfte sich die admirische Botschaft aufhalten. Oh, na gut, die Kaserne. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche, ne? Okay. Und dann dürfte es ja rein theoretisch hier sein. Im Erdgeschoss links unter einer Treppe, okay. Ach, das Riesending, ja, das ist ein Vorwahl, wie ich das denn hier rauskriege. Tut mir leid. Das muss ich mal kurz mitnehmen. Ach, das ist die Fitnesspuppe. Ach so. Ah, nee, ich hab doch das jetzt alles mitgenommen. Musik? Hallo? So, die Sapperschale können wir in der Taverne in Schildwerk. Nicht in Schildwach, sondern in Schildwerk finden, in der Alikre-Büste. Alikre-Büste war hier. Gehen wir nach Schildwerk. Und die finden wir in der Taverne. So, Taverne ist dort. Okay. Ich muss einmal hier hoch. Ich habe so, eigentlich macht es fast mehr Sinn, wenn man die Liebesgilde so schnell wie möglich auch anfängt. Wenn man sowieso noch am Anfang ist, weil man kommt ja immer zu jedem Bord. Und kann da halt immer gucken, vielleicht bei den Gebäuden und die ganzen Sachen halt mitgehen lassen. Ja, genau ist es jetzt hier. Die Sabberschale. Ich hoffe, da ist keine Sabber drin. Und die Sabberschale. Boah, das ist schon ekelhaft. So, okay. Die unveröffentlichte Ode hätten wir in Wegesruhe in der Magiergilde. Dann nehmen wir aber trotzdem auch ganz schön auf den Weg schreien. Der ist jetzt trotzdem nicht allzu weit entfernt. Königliche Botin. Ja, die steht auch schon seit 5 Monaten hier. So, Wegesruhe. Hier war ja Sturmhafen. Nee. Ja, ich bin auf Wegesruhe. Und die Magier. Und dann hier, okay. Aber man kann schon sagen, so viele Sachen finden sich einfach in der Magiergilde. Die Kari haben möchte.
Ja, ich stand mir gerade den Weg. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein Buch. Erdgeschoss haben sie geschrieben. Gut, ich sag mal so, wer Schildberg schreiben kann, der kann auch Erdgeschoss schreiben. Aha, okay. Das ist die Magie. Fliegende Blätter. Oder gibt es hier jetzt noch irgendwas anderes? Entschuldigen Sie, ich möchte gern was klauen, aber ich finde das gerade nicht zum Klauen. Ich bin nur in der Magiergilde, oder? Ja, und ich bin ja auch in Wegesruhe. Ja, im Sturmhafen. Ja gut, die ist auch unveröffentlicht, ne? Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir die nicht finden. Oder ist sie vielleicht hier? Irgendwo? Hallo? Entschuldigen Sie, haben Sie die unveröffentlichte Ode? Müsste ich mir das halt mal notieren, dass wir es mal weitergehen. Wir haben ja hier auch keine Treppen mehr, ne? Überhaupt nichts. Hier ist ja auch nichts, ne? Das ist ja nur die Quest, die wir hier haben. Hier oben vielleicht irgendwo. Komisch, komisch. Gehen wir mal wieder raus. Und würde einfach mal sagen, gehen wir halt zum nächsten. Und nehmen wir jetzt mal den Wegschrank hier oder das. Nee, das ist nicht die Magiergilde, nee. Schloss von mir. So, gehen wir trotzdem mal kurz hier rein. Liebling, dieses Kleid aus. Ich bin doch nicht so dünn. Ja, ja. Das muss ein König sich anhören. Bin ich so dick, Liebling? Passt mir das Kleid? Okay, gut, dann geht's auf in die Bankorei. Danach immer fort. Ich mag es, wie eure Krone aussieht. Wenn ihr sie nur ein wenig gerade rückt, wird sie perfekt und aber perfekt im kleinen Kopf. So, und es dürfte... Warte mal, warte mal fort. Ach, hier. So, und die Taverne. Ist hier. Hi. Hier, rein. Und dann in die Richtung. Ja, ich glaube, da haben wir es ja schon. Genau. Und wir müssen ins Obergeschoss gehen. Oh,
Entschuldigung, wenn ich einfach existiere und die Welt rette. Ich glaube, die war dort oder da, glaube ich. Genau. Ich will jetzt nicht das Buch lesen, ich möchte die Briefbeschwerer. Danke. Und ich würde fast sagen, dass wir vielleicht noch eine Sache machen. Die Folge wird schon fast 30 Minuten wieder gehen, aber das ist jetzt erstmal egal. Ja, meine auch. Ach, den Umbra. Und dann müssen wir in das Kastell Alclair gehen, wenn es hier irgendwo ist, oder? Oder? Nee, das war ja ein Sturmhafen. Uiuiui. Kastell. Okay, dann müssen wir dann dort hochreiten und dann in die Küche gehen, weil dort liegt der entzündliche Vorleger, was auch immer ein entzündlicher Vorleger ist. Also, sag ich mal, relativ einfach, weil wir müssen einfach nur den Gebäuden folgen. Rein theoretisch. Wie komme ich hier hoch? Ach, wo war das? Genau. Und die Küche dürfte rein theoretisch unten sein. Im Untergeschoss. Hey, ihr habt doch den König gerettet! Ja. Oder welchen denn? So, Küche. Ach, hier. Ach, da. Das hättet ihr nicht tun sollen. Doch, ich hab's aber getan. Kein Verbrechen ist zu klein. Naja, heul nur weiter rum. Ich will einfach sagen, ich tue mich hier irgendwie verkrümeln zwischen den beiden. Damit ich die Wachen jetzt hier nicht irgendwie mitkriegen. Und würde sagen, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. Sehen die nicht? Oh nee. Oh nee, doch. Huh. Ja, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde dann nochmal gucken, was es mit dieser unveröffentlichten Ode auf sich hat, warum wir die nicht finden konnten. Ansonsten haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, nur noch 6 Stück übrig. Da haben wir ja trotzdem schon relativ vieles in der ersten Folge geschafft und in der nächsten Folge werden wir noch die restlichen 6 Stück in Angriff nehmen und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.